World Fun, vierjährige Stute vom Welthit 6 Rimini. Gezogen und aufgewachsen in Hagen, hier eine Tochter des ehemaligen Bundeschampion und jetzt im Spitzensport hocherfolgreichen Welthit 6. Auch die Mutter, Rimini's Queen, verdient Erwähnung, stellt sie doch mit Aber Hallo einen gekürten Sohn, der bereits zweimal zum Bundeschampionat qualifiziert war. Weit unter den ganzen Körper federnder Trab, ausbalancierter Galopp, ein elastischer und wertvoller Schritt sind Attribute, die auch der Reiterin Heide Spaß machen. World Fun, Dressurspitze mit begehrten Rittigkeitswerten. Sir Westerland. Vierjähriger Wallach vom Sir Donnerhall, die Mutter vom Westerland. Auch der bewährte und beliebte Sir Donnerhall findet sich immer wieder in dieser Kollektion. Mit Sir Westerland stellt uns Insa einen großrahmigen Sohn vor, der genau die Qualitäten seiner hocherfolgreichen Väter widerspiegelt. Raumgreifende Trabverstärkungen, hervorragend gesprungene Galoppade, ein vorzüglicher Schritt und Versammlungstalent. Hier ist alles passend angelegt für seine Zukunft. Thank you.
Sir Westerland, wenn Ausbildung zur Freude wird. Yarifera, eine 6-jährige Tochter des Remante III aus einer Florestan I Mutter. Nachdem im letzten Jahr ein Halbbruder die PSI-Kollektion bereicherte, hier nun eine volljährige Stute aus der Anpaarung eines Andalusier-Hengstes mit Fera Capra, die ebenfalls PSI-Auktionspferd war. Aufgewachsen in den Weiten Andalusiens, ist sie nun volljährig und bereits weit gefördert. Besonders das Versammlungstalent ist eine Augenweide. Yarifera. Nach Sporteinsatz auch züchterisch hochinteressant, um neue Blutlinien zu gründen. Don Landano. Ein 4-jähriger Hengst vom Don Primero, Mutter vom Argentinus. Wiederum Don Primero. Diesmal ein lackschwarzer Sohn, der uns von Johanna vorgestellt wird. Auf der Mutterseite der Leistungsvererber Argentinus und dann Laurus Crusader, der als einer der wenigen Vollblüter die Dressurzucht nachhaltig beeinflusst hat. Aufgewachsen in Lewitz ist besonders die Galoppade ein wahres Highlight. Don Landano, nicht nur im Typ ein wahrer König. Windspiel, 4-jähriger Wallach vom Weltmeier aus einer Alabastermutter.
Ebenfalls von Johanna vorgestellt, sehen wir mit Windspiel einen typischen Sohn seines bewährten Vaters. Über Alabaster und Bolero auch auf der Mutterseite bewährte Dressurvererber. Besonders die Rittigkeitswerte und das Versammlungstalent sind bei diesem Bo besonders hervorzuheben. Windspiel. Bewährtes Blut, immer wieder aktuell. Dubai. Ein dreijähriger Wallach vom Depardieu, die Mutter vom Londonderry. Auffallend im Typ stellt uns Wiebke hier einen Sohn des Depardieu vor. Gezogen aus der Vollschwester zum ehemaligen PSI fährt Luxor, der selbst bereits auf St. Georg Niveau erfolgreich ist. Aufgewachsen in Lewitz, weiß er in allen Belangen zu gefallen und ist trotz seines jungen Alters hervorragend zu reiten.